Die wilden Kerle gab es in echt und sie suchen jemanden, der in ihre Fußstapfen tritt. Traut ihr euch das zu? Ich dachte erstmal, ich wäre ein Geist. Irgendwie, als ich da ankam, dachte ich, wir schauen uns jetzt an, weil die Kids waren da und die haben einen Garten gedreht, wie wir damals in Prag gedreht haben, auch so eine Art Geburtstag. Und dann rufen die den Spruch und ich so, hä, sind wir das jetzt oder was ist los? Und das war total süß und total so, Mann, wir waren auch so vor längerer Zeit.